bist entsetzt. So, eine Probe, ein bisschen mehr Ruhe. Ruhe. Sehr gut. Dann Achtung und bitte. Hier am Jugendzentrum Querum in Braunschweig soll es genauso zugehen wie am echten Set. Das ist Regisseur Tobias Roll wichtig. Eigentlich arbeitet der Niedersachse in München als Regieassistent. Doch an den Wochenenden dreht er in seiner Heimatstadt eine eigene Detektivserie. Damit erfüllt er sich einen Kindheitstraum. Schauen wir gleich. Für die Probe könnt ihr anhaben, was ihr wollt. Ich bin in diesem Jugendzentrum seit meiner ersten Klasse. Das ist meine Kindheit, meine Jugend. War hier selber Kind und arbeite super gerne mit Kindern einfach. Das ist einfach auch eine Leidenschaft von mir. Die Filmleidenschaft kam als Jugendlicher mit dem ersten Smartphone so ein bisschen und habe da einfach mit vielen Freunden, auch schon hier mit dem Smartphone im Jugendzentrum mit Kindern und so, erste kleine Filme gemacht. Phil gehört zum Technikteam und ist mit Herz und Seele dabei. Ich schrifte die Klappe, ich brauche jetzt immer vom Kameramann den Wall und dann ist die Klappe fertig. Das macht so irgendwie am meisten Spaß von allen Aufgaben. Kamera läuft. Szene 2.3, Einstellung B, Take 2. Freunde, für immer. Rund 100 Kinder, Jugendliche und Erwachsene machen mit. Geld gibt's nicht, aber dafür natürlich jede Menge Erfahrung. Und das spornt auch Tobias Roll an. Ich finde, Kinder bringen was mit, was auch viele Erwachsene nicht haben. An Spielweise, an Leidenschaft, das ist einfach nochmal eine ganz andere Art. Und ich sehe ja, wie sie hier glücklich sind, wie sie aufgehen, dass jeder hier ein bisschen was lernen kann. Ein bis zwei Szenen dreht der Regisseur pro Wochenende. An diesem Tag sollen vier Kinder miteinander Freundschaft schließen. Bevor es ans Set geht, wird erst einmal geprobt. Achtung und bitte. Schaut mal, wir haben auch welche. So seht ihr sofort, dass wir zusammengehören. Wie richtige Freunde. Aber wir sind doch richtige Freunde. Freunde für Das Drehbuch schreiben mehrere und auch die Hauptdarsteller geben ihren Senf dazu, gefragt und ungefragt. Es weitergeht. Es ist so dumm, ein Happy End mitten in der Folge zu machen, mitten in der Serie. Och, das ist mal ganz gut. Während die einen noch ein bisschen rummeckern, baut das Technikteam schon mal das Set auf. Phil ist heute für die Klappe und für die Scheinwerfer zuständig. Wir werden jetzt noch die restlichen Lampen aufbauen, den Ton und dann... Ja, müssen wir halt gucken, ob wir noch Reflektoren brauchen. Bis zu 6 Stunden dauert ein Drehtag. Jedes zweite Wochenende ist es soweit. Auch Kai Schelenz macht mit. Der Kameramann stellt die Technik und hatte anfangs dabei noch ein leicht mulmiges Gefühl. Am Anfang habe ich auch noch nicht loslassen können, weil ich dachte so, fass das bitte nicht an, ich habe Angst, dass mein Baby runterfällt. Solche Sachen passieren, aber mittlerweile, ich weiß, wie die Assistentinnen damit umgehen, dass die immer mehr lernen und immer mehr selbstständig werden. Von Anfang an eben neugierig waren und jetzt aber auch, ich konnte ihnen sagen, baut die Lampe bitte da auf, wo wir es besprochen haben, mit dem Ziel, was wir haben und es funktioniert. Funktionieren tut es auch für Tobias Roll. Seit Februar laufen die Dreharbeiten schon. Alles dauert etwas länger als gedacht, aber das macht nichts. Denn wenn das Filmprojekt keinen Spaß mehr bringt, ist eben nach Folge 3 einfach Schluss. Wir planen ungefähr ein halbes Jahr für eine Folge zum Dreh ein und sind im Moment dabei, dass wir in der zweiten Folge sind und auch nächstes halbes Jahr die dritte Folge drehen und dann immer jedes halbe Jahr für uns entscheiden, machen wir weiter, wollen die noch. Wenn auch zum Beispiel ein Hauptdarsteller mal gehen möchte, kann man die Person auch überlegen, ob man die rein- oder rausschreiben kann, dramaturgisch. Wie machen wir da weiter? Ich will jetzt nicht hier alles ruinieren, aber wir haben ein Problem. Es fehlt Holz für das Feuer. Egal, der Dreh muss weitergehen. Achtung und bitte. Ziel 2.3, Einstellung B, Take 1. Bis Ende Dezember sollen die ersten beiden Folgen der No-Budget-Produktion fertig sein und dann auf YouTube und vielleicht auch bei Filmfestivals laufen. Ja, hi. Bist entsetzt.